So, man kann bestimmt auf den Rand drauf von dem Topf. Ich wollte jetzt eigentlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, so meinen Fall Damage Ring anlegen und probieren, hier so an der Wand lang zum Ausgang da zu springen. Hätte garantiert super funktioniert. Gut, Serpent Ring. Wusste ich gar nicht, dass man den hier kriegt. Weil ich immer nur die Plus 1 Version davon hatte. Und die Plus 2. Das ist das Foggate. Lassen wir einfach mal. Bringt ja nichts, wenn ich das jetzt noch aufmache. Typ. Frisch. Sehr beeindruckend. Ein schwieriger Gegner. Also wenn man hier nicht eine Waffe hat, die sticht, oder so einen Overhead-Swing hat, wie das Greatsword, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der ein bisschen nervig ist. Wenn man da immer gegen die Wand schlägt. Ich wüsste gerne mal, ob man den so pullen kann, dass der genau unter der Guillotine steht, wenn sie runtergeht wieder. Aber das habe ich noch nie hingekriegt. Aber ich denke, man kann sich selber damit gut ficken. Wenn die hinter einem zugeht, wenn man da vorne gegen den kämpft, dann ja, kann man nicht mehr zurücklaufen. Und wir sind im Toaster gelandet. Ich weiß nicht, warum hier Stacheln an den Wänden sind. Die sind nicht so impressive. Und hier ist eine Leiter. Die Leiter finde ich extrem schwer zu sehen. Bin ich schon mehrmals vorbeigerannt dran. Aber sie geht nach oben. Da ist noch mehr Feuer. Und ein großer leerer Raum. Und noch eine Leiter. Und in dem großen leeren Raum hier ist, wenn ich mich richtig erinnere, bei New Game Plus dann sogar ein rotes Phantom, was einen angreift. Im normalen Game hier ist das alles relativ safe. Passiert nichts, wie man sieht. Und hiermit kann man überall in Iron Keep die Flammen ausmachen. Wird man jetzt sehen, da sprüht nichts mehr. Kann man rausgucken, da sieht man, oh, Lava und Haus und Shit. Und hier drüben sieht man nur Lava und da unten ein Foggate. Ich habe 30.000 Seelen, die ich jetzt mal schnell noch ausgebe. Ich finde, aus dem Gebiet hätte man durchaus mehr machen können. Also Iron Keep ist eigentlich schon ein cooles Gebiet, aber es ist so kurz. Wenn man überlegt, vom Schmelterdemon hat man zwei Räume. Und nach dem Schmelterdemon hat man zwei Räume. Und das war Iron Keep. Da geht mehr. Noch einen Deckspunkt, dann kann ich die Black Halberd auch benutzen. Weiß zwar nicht genau, warum ich das will, weil ich ja meine Waffen eigentlich so mag. Aber ich kann es dann zumindest. Fällt auch spontan nicht ein, wofür ich sie brauchen würde. Hier ist zwar eine sehr starke Waffe, aber da brauche ich mehr Skill, um die zu benutzen, weil man dann halt auch mit der Waffe treffen muss und nicht mit dem Stock. Mit dem, was ich hier gerade spiele, ist scheißegal, wie ich prügel. Hauptsache in die Fresse. Geh ab. So. Jetzt können wir hier noch den Bogen mitnehmen. Lightning Shortbow plus 1. Das ist ein, wie der Name verrät. Gut, der hat mich gar nicht gesehen, der Typ. Das ist ein mit Blitz verzauberter Bogen. Also wenn hier irgendjemand ankommt und bisher nur ein Shortbow hat, dann ist das schon ein Upgrade. Hier oben waren wir jetzt irgendwo drinne. Können wir gleich nochmal gucken, ob man die Augen sieht, in denen wir da drin waren. Weil ich glaube, das ist irgendwie so ein... Es soll ein Kopf sein, denke ich mal. Hier ist das Foggate, was wir gesehen haben. Ja, da oben. Das ist so ein Minotaurenkopf oder ein Kuhkopf oder was auch immer. Und wir sind bei einem Boss angekommen. Was für ein Boss mag es wohl sein? Oh mein Gott, es ist Lava überall. Hat der Boss etwa mit Lava zu tun? Probieren wir mal es hinauszufinden. Herauszufinden, bitteschön. Mal sehen, ob der Boss eine Gefahr für den Mann Aurelio darstellen wird. Ah,
Ah, es ist der Mann Aurelio himself. Er ist nackt und hat matschige Texturen. Also, der Boss heißt matschiger Texturen-Schwabbelberg. Gegen den muss ich jetzt kämpfen. Uhu. Komm her, Boss. Von dem hatte ich das letzte Mal, als ich ihn gemacht habe, so einen richtig coolen Screenshot gemacht, wo ich ihn voll gepraised habe. So richtig cool, während er mich gerade gepuncht hat. Das war nicht cool. Aber ich habe es probiert, cool zu sein. Feuer. Boom. Oh shit. Das war nicht so gut. Nein, das war nicht gut. Also das ist auch ein sehr einfacher Boss eigentlich, wenn man nicht so spielt wie ich gerade. Es ist hilfreich, wenn man viel Agility hat, damit man durch die Flammen. Durch die Flammen. Ja, dann kann man durch die Flammen durchrollen. Das kann man mit wenig Agility, glaube ich, nicht. Oh shit, habe ich das gedodged. Mit Glück. Da bin ich fast runtergefallen. Hier in das kleine Loch am Rand kann man auch gut reinfallen. Vor allem durch Knockback vom Boss. Ja, guckst du, wa? Wie ich dir in die Fresse pieke. Mit dem Zahnstocher hier. Was war das? Ich weiß es nicht, was es war. Es war aber nicht so beeindruckend. Ja, schneide ich dir erstmal deine Hand ab. Arschkopf. Oh, er macht es nochmal. Bin ich fast reingerollt. Ich dachte, das geht weiter. Boah, fuck. Da hätte ich mich jetzt geärgert, wenn der mich runtergeschossen hätte. Die ganze Zeit sagen, alter Bus ist hier voll einfach. Dann sterben. Extrem herausfordernd, der Old Iron King. Den kann man gut farmen, um das nochmal vorzuschlagen. Da muss man so ein Bonfire Aesthetic oder Aesthetic. Das ist auch kein Mimic. Das muss man dann bei dem Bonfire beim letzten benutzen und dann respawnt der Boss. Dann kann man ihn nochmal machen. Der ist nämlich auch extrem einfach zu schaffen, ohne sich treffen zu lassen. Auch wenn das bei mir gerade nicht so aussah. Er ist wirklich einfach. Da hinten ist wieder so ein komischer Schrein. Da geht's zu einem DLC. Ich habe keine Ahnung, zu welchem es hier geht, aber ja, es wird einer sein von den drei DLCs. Ich laber sehr sinnvolle Sätze. Jetzt würde ich sagen, sind wir ungefähr 60% vom Spiel durch. Wir haben die vier Great Souls und können jetzt ins Endgame vorwärts schreiten. Jetzt müsste sie aber neue Sachen im Angebot haben. Tatsache, Large Drecksshards. Ich bräuchte Chance, aber Chance kriegt man, glaube ich, erst wenn man durch ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sicherlich bald herausfinden. Erstmal kaufe ich wieder die Dinger. Und dann holen wir uns Setups. Nee. Ich habe das gerade gefunden, was ich am Bonfire upgraden muss. Gehen wir noch ein bisschen auf Stärke hier. Ja, Stärke ist in Ordnung. Strength, Vigor und Endurance brauche ich nicht wirklich. Ich kann ja jetzt einfach mal für den Weg zum Castle die Black Knight Halberd plus 2 nehmen. Die ist plus 2 und hat schon 140 Damage mehr, 150 sogar, als mein S-Stock plus 10. Um jetzt weiter zu gehen, müssen wir in die Shaded Woods zu diesem gegabelten Wegding. Wir erinnern uns, es gab drei Wege. Ich habe bisher nur einen genommen und hatte, glaube ich, auch erklärt, dass die anderen beiden woanders hinführen. Aber ich bin so gut. Ich bin so wortgewandt. Gucken wir mal, wie viele Seelen wir insgesamt haben. So, sieht man jetzt, wir haben 767.622 als Soul Memory. Wenn das eine Million wäre, wie ich schon mal erklärt habe,
könnten wir auch weitergehen, ohne die 4 Great Souls zu haben. Beyblade. Ah, ihr wollt auch gebeybladet werden. Ich glaube, man erkennt jetzt so ganz leicht, warum ich gesagt habe, das ist der beste Angriff im Spiel. Man sollte sich trotzdem damit nicht übernehmen. Ah, fuck, Stein. Ich hatte damals, als ich das erste Mal diesen Boss aus einem der letzten Parts, den Prowling Magus, gemacht hatte, dachte ich YOLO, bin mit der Black Knight Halbert reingerannt, hab mich gedreht und hab von so ziemlich allen Gegnern Angriffe gefressen und das war sehr schmerzhaft. Ich hatte es zwar dann trotzdem geschafft, aber ich würde empfehlen, dass man das nicht macht. Oder man wartet kurz, bis die Mages alle geschossen haben und dreht sich dann rein. Wie ein Beyblade. Man kann sich auch einfach in die Wand drehen. Was hat hier eigentlich als R2-Attacke? Ach, auch so ein Ding. Beyblade ohne Rennen. Das ist auch in Ordnung, manchmal dieser einhändige Rennangriff. Und das geht auf. Wenn wir die Great Souls nicht hätten, würde es nicht aufgehen. Hier geht es zu einem anderen DLC, glaube ich. Wie gesagt, ich habe die DLCs nicht, kann es nicht genau sagen, aber es gibt 3 so eine Schreine und 3 DLCs, also. Ja, denke ich mal, das wird sicherlich passen. Repair Spell. Ich glaube, Repair ist praktisch, wenn man Int hat. Aber ich habe hier kein Int. Hide Knight. Hide Knight, Bitch. Ach stimmt, das Black Knight Halbert kann man nicht mal verzaubern.